Leute, ich bin in einem Industriequartier. Es ist ganz leer. Mir ist gestorben. Die einzigen Bewohner, die ich vorher da gesehen habe, sind zwei wilde Hunde. Und ja, ich finde das so spannend hier zu beobachten, wo einst eine große Fabrik war und richtig gearbeitet wurde und Geld verdient wurde. Und heute ist das alles verlassen, wird verwildert, vergessen. So eine große Fläche, so eine riesige Halle, schon nur das Teil, das ist ein ganz kleiner Teil davon. Ich weiß nicht, was die Firma gemacht hat früher. Aber anscheinend ist die Wirtschaft hier so dermaßen am Boden, dass man es sich einfach erlauben kann, das leer stehen zu lassen, dass nicht mehr daran gearbeitet wird. Das ist unglaublich spannend. Da liegt noch ein alter Anstelltisch, sowas ähnliches. Und hier hat es noch weitere Gebäude. Tausende von Vögeln wohnen hier. Ja, die Natur, die fühlt sich wohl hier. Das ist irgendein Strom oder ein Brunnen oder sowas. Das ist ein riesen Areal. Und auch die Gebäude, da vis-à-vis, stehen leer. Außer diese. Die ist wahrscheinlich irgendwie bearbeitet. Schau mal den wilden Baum an. Den wilden Baum, der ist komplett Wahnsinn verwuchert. Das ist eine Megahalle. Vorher hat mich da so ein wilder Hund regelrecht angefallen, den nicht mehr von mir ablassen. Das ist leider oft noch die Gefahr, das sind wilde Hunde, die dich zum Teil beißen. Du kannst niemanden belangen dafür. Wenn du dann Tollwut hast, musst du deine Kosten dann selber tragen. Es ist sehr spannend, sowas zu sehen, wie das da im Prinzip wieder von der Natur zurückgeholt wird. So viele Gebäude auch hier auf dem ganzen Platz. Und diese Hallen, ich meine, die sind gewaltig groß. Da hättest du mit dem Lastwagen von der Höhe reinfahren können. Wahrscheinlich sogar von der Breite. Das ist die Halle. Vielleicht 1000 Quadratmeter. Beton, alles Beton. Massivst. Es ist eigentlich sonst beräumt. Ha. Gefährlich tiefe Schächte. Ja, wo man nicht unbedingt Kinder spielen lassen sollte. Da wieder leer. Riesig. Leider auch schon Vandalismus, aber ein schöner Vandalismus. Also das ist jetzt mal wirklich was anderes. So Graffiti finde ich cool. Hat sich jemand sehr Mühe gegeben. Die Kulisse wäre geil für so einen Horrorfilm oder für Adventure Games. Oh, das hat so Potenzial, man könnte so viel draus machen. Das ist doch eine große Grube. Eine eigene Kläranlage. Sieht das aus?
Teil ist schon abgebrochen von dem Haus. Da ist mal ein Baum gefällt worden. Der Baum, der hat gebrannt. Wahrscheinlich hat ein Blitz eingeschlagen. Schon gespenstisch hier. Ich bin jetzt ganz alleine. Und es hat mich einfach sehr gewundert, was das ist hier. Ich kann da nicht näher ran. Was das mal war. So ein großer Konzern, so eine große Firma. Hey. Unglaubliches Areal. Da staunt man, was man alles so für Platz hat. Aber in gewissen Plätzen, Städten ist alles eingeengt und das jeder Quadratmeter teuer vergeben. Und hier seit Jahren wuchert das Unkraut und niemand pflegt das Grundstück, keiner kommt mehr her. Anscheinend hat es aber überall Kanalisation drunter gehabt. Das ist wahrscheinlich eine Schleuse gewesen, diese Art Kläranlage. Hinten steht noch ein alter Bagger. Stahl und Beton. Gebaut für die Ewigkeit. Auch dieses geile Teil da. Da sind noch Garagen drin. Eine Riesenruine. Ui, das ist auch wieder so ein Schacht. Scheiße. Also wenn man da nicht aufpasst, muss man einen Schluck tiefer. 6 feet under. Aber mit den Gravitis, das ist doch eingestürzt. Ich weiß nicht, ob ihr jetzt das so seht auf dem Video. Hat einer seinen Tiefkühler vergessen, hey, wenn du deinen Tiefkühler suchst, ist dann hier. Hey. Die Vögel. Das war, glaube ich, mal ein Betonsilo. Das ist unglaublich. Überall fällt mir auf, da fehlen die Schachtdeckel. Ich weiß nicht, was sie mit denen gemacht haben. Da waren so säulenähnliche Bauten. Etwas rausgebrochen. Haufen Alteisen. Metallschacht. Auch wieder ein offener Schacht. Mich hat das Abenteuer-Feeling gepackt. Schau mal, da hat er wirklich einen Schein drauf mit diesem Graffiti. Ist doch cool geworden. Da liegen noch die Autositze. Fährt er jetzt ohne Sitze oder gehören die zu den alten Schrottautos, die ich vorher gefilmt habe? Die Backerleiche. Wieso hat die ein Solarpanel oben drauf? Ist das für die Lampe? Stahlkoloss. Gewaltig diese Fabrik. Das Areal, es ist gewaltig groß. Dieser Bagger schießt sich schon seit 20 Jahren da. Den wegbewegen müsstest, würde vergnügen. Aus dem 40-Tonnen-Kran ist der Bus da, dann noch hinten durch. Ja, müsstest du recht Geld in die Finger nehmen, wenn du das Gebäude wieder
flott kriegen möchtest. Aber so als Unterstand oder Lager abdichten würde das Dach. Sicher möglich, oder? Das ist auch alles zugewachsen. Mal schauen, ob da noch was drin ist. Ich frage mich, warum man solche Firmen einfach verlässt. Und da müssen ja mindestens 200-300 Leute gearbeitet haben. Oh, Scheiße, in den Schacht runter. Oh, nein. Jetzt noch mehr Autositze. Das ist alles leer.